Da hat wohl jemand eine Distel übersehen und sie glatt verschluckt, war. Und dann davon Schluck aufgekriegt. Ich habe es so satt, mit diesen gemeinen Zicken zusammenzuleben. Ich möchte frei sein, frei wie der Wind. Na los, ihr Ziegen, es wird Zeit. Abmarsch zur Tränke, ja? Alle mir nach, wir gehen runter zum Fluss. Gehorchen, immer nur gehorchen. Hey, du da, was fällt dir ein, hier so herumzutrödeln? Na los, jetzt mach schon und schleich dich runter ans Wasser, wie alle anderen auch. Ach, mir reicht's. Ich hau ab. Was Neues. Und wie schön es hier ist. Toll. Hier finde ich bestimmt viele neue Freunde. Hey, Eichhörnchen. Warum mussten wir denn heute nur so früh aufstehen, Yakari? Ach, du weißt doch, wie gern ich schon bei Sonnenaufgang unterwegs bin. Oh, nein, beruhig dich, kleiner Donner. Eine Ziege? Dankeschön, Ziege. Der wird sich auf sie stürzen. Hallo, sei vorsichtig. Wir folgen dem Wolf, kleiner Donner. Was? Warum dem Wolf folgen? Eine kleine Ziege, die allein im Wald herumläuft, ist eine leichte Beute für ihn. Soll der Wolf denn lieber uns fressen? Hey, du da, verschwinde von hier! Hau ab! Hau ab! Oh nein, was ist das denn für ein Trampler? Mach sofort, dass du wegkommst, du! Ich hab keine Ahnung, wer du bist, aber du kannst ja nicht... Du hast hier nichts zu suchen, ist das klar? Meinetwegen. Dann verschwinde ich eben wieder. Ist mir doch egal. Hey, Ziege! Warte doch! Die zwei waren aber sehr unfreundlich. Aber das macht auch nichts. Ich finde bestimmt noch andere Freunde hier im Wald. Guten Tag, Ziege. Was machst du hier so weit weg von dem Canyon, in dem du sonst lebst? Ich habe genug von meiner Herde. Aber Ziegen sind doch überhaupt keine Einzelgänger. Ach ja? Ich aber schon. Hör auf mich, Ziege. Ich glaube, du gehst lieber wieder zu deiner Herde zurück. Niemals. Niemals. Ein Wolf hat dich gewittert. Wenn der dich hier schnappt, hast du keine Chance. Ein Wolf? Von so einem Tier habe ich noch nie gehört. Na und dann habe ich noch meine Hörner, um mich zu wehren. Ha ha ha!
die beiden haben hier ja einen Riesenspaß. Ich will auch mit ihnen planschen. Nein, kleine Ziege, tu das nicht. Du wirst sie erschrecken. Ah! Kleine Ziege, halt dich fest. Ich habe Angst. Danke. Siehst du nun, ich hätte dich ganz leicht fangen können. Du musst sofort zurück nach Haus. Ich begleite dich. Na los. Nein. Du hast doch gerade eben noch gesagt, du hast Angst. Das habe ich nie gesagt. Oh. Beiden Männer da? Das sind Jäger. Und du wärst ihnen fast in die Arme gelaufen. So, hier bist du vollkommen sicher. Bitte passt gut auf die Ziege auf. Ich werde mich jetzt darum kümmern, diesen Wolf aus dem Wald zu vertreiben. Sei bloß vorsichtig, Akari! Also, wie ich gehört habe, sollen Ziegen ja alles futtern. Wie? Wer hat denn das gesagt? Bäh. Frisch uns ja nicht unser Gras weg. Und was wir auch nicht leiden können, ist wildes Galoppieren auf unserer Koppel, klar? Galoppieren? Wie kommst du da drauf? Ich bin doch kein Pferd. Mach dir nichts draus. Die sind manchmal etwas griesgrämig, aber... Die sind schlimmer als der Hüteesel, der unsere Herde rumscheucht. Ich will nicht länger hierbleiben. Ich will frei sein! Hey, warte! Der Wolf ist hier ganz in der Nähe. Aber wie soll ich ihn nur vertreiben? Kleiner Donner! Die Ziege ist weggerannt. Was? Sie ist... Hast du dir wehgetan, Yakari? Nein, nein, nichts passiert. Schnell, kleiner Donner. Wir müssen die Ziege finden und das vor dem Wolf. Kleine Ziege! Kleine Ziege! Da ist sie. Sieh dir das an. Sie ist völlig gedankenlos. Und trotzdem sehr dickköpfig. Hey, kleine Ziege! Ich bin hier! Fang mich doch, wenn du kannst! Oh nein! Die macht uns noch verrückt. Warte doch! Ich hab da eine Idee. Auf die Plätze! Fertig! Hallo, Biber! Ich brauche eure Hilfe! Und ich brauche Baumstämme. Das ist hoffentlich wichtig. Geht's lang. Hä? Komm, kleiner Donner. Hallo, Ziege. Willst du auch? Komm doch. Wir spielen alle was Schönes zusammen. Hoffentlich funktioniert der Trick. Hallo, Ziege. Hallo, Ziege. Beeil dich. Wir warten schon. Ich komm ja schon, meine Freunde. Lass die Baumstämme rollen! Runterspringen, Ziege! Lass die Ziege in Ruhe! Sie ist unsere Freundin! Ich verbiete dir, ihr weh zu tun! So, dir wird nichts mehr passieren, Ziege. Danke. Ich hatte ja solche Angst. Du musst nur noch durch diesen Wald da vor uns gehen, dann siehst du schon den Weg nach Hause. Oh ja, ich erkenne den Weg wieder.
Du hattest recht, Yakari. Es ist viel zu gefährlich allein. So eine Herde ist auch was Schönes. Nur eins ist dumm. Ich langweil mich so. Und außerdem habe ich keine Freunde in der Herde. Ich bin mir aber ganz sicher, dass sich die anderen Ziegen sehr freuen werden, dich wiederzusehen. Ja, aber was wird der Esel sagen? Oh, wo warst du denn? Wir haben uns alle schrecklich um dich gesorgt. Ich habe nach Abenteuern gesucht. Wenn ihr wollt, erzähle ich's euch. Oh ja! Also das möchte ich auch sehr gern hören. Ja, ganz recht. Ich habe mir nämlich Sorgen gemacht. Ich weiß nicht, wie es dem Wolf geht. Aber die Ziege hast du auf jeden Fall aus dem Wald vertrieben, Yakari. Die wird keinen Huf mehr hier reinsetzen. Alles Gute. Dieser kleine Indianerjunge hat wirklich viel Mut bewiesen. Und er hat recht. Ich schließe mich auch wieder dem Rudel an. Los! Wer als Erster über den Bach springt, hat gewonnen! Unentschieden! Warst du da eben ein bisschen aus der Puste, großer Grauer? Kein Stück. Ich habe nur gebremst, weil du ja sonst nicht mitkommst. Dann zeigt sich beim Rennen der 7 Feuerwehr, der Schnellere ist. Wer sitzt bei dir auf? Oh, Regenbogen. Und bei dir? Ja, Kari natürlich. Außer ihm, dass sich niemand anders auf meinen Rücken drauf. Kinder, seid ihr schon mit euren Totems fertig? Hier ist mein Adler. Und hier mein Hase. Und mein Bison. Er wird euch alle schlagen. So, seht her, hier. Wir wollen nun also ein großes Wettrennen ausrichten. Nehmt eure Totems. Ihr müsst sie dahin stellen, wo die 3 Tippis stehen. Es ist das Rennen der 7 Feuer. Bisher durften nur die besten Jäger des Stammes daran teilnehmen. Wir also? Diesmal soll es anders sein. Wir haben uns entschieden, es euch Kindern zu erlauben, auch an unserem Rennen teilzunehmen. Weil wir ja auch schon groß sind. Weißt du, Yakari, ich glaube, so einfach wird das alles für euch kaum werden. Immerhin müsst ihr euch mit großen, erfahrenen Jägern messen. Wie Stolze Wolke und Kühner Rabe. Die Reiter müssen die Feuer eines nach dem anderen finden, alle 7. Und wer als Erster nach Hause zurückkehrt, der hat gewonnen. Ich passe auf, werde das Rennen da ganz oben von der Adlerspitze aus beobachten. Es gibt nur ein Pferd, das schnell und schlau genug ist, um zu gewinnen. Und das ist Kleiner Donner. Du vergisst leider, dass Großer Grauer das schnellste von allen ist. Da habt ihr aber noch nicht mein neues Pony gesehen. Es heißt nämlich Feuerhuf. Feuerhuf? Wie bescheiden. Warum nimmst du für das Rennen nicht dein altes Pony? Das neue scheint ziemlich wild zu sein. Es wird mir gehorchen, ihr werdet sehen. Die Strecke ist sehr schwierig. Ich an deiner Stelle würde da ein zahmeres Pony reiten. Du hast doch keine Ahnung. Die Schnelligkeit ist das Einzige, was bei so einem Rennen zählt. Viel Glück, mein Sohn. Ich gewinne, Vater. Du wirst stolz auf mich sein. Ich bin jetzt schon auf dich stolz. Doch erst musst du eins gewinnen. Das ist die Achtung deines Pferdes. Wenn dir das gelungen ist, wird aus dir ein großer Sioux werden. Macht euch bereit! Ja! Los, kleiner Donner! Nun lauf schon! Das ist ein Befehl! Komm gefälligst zurück, Feuerhuf! Na los, ja! Ich warte am Ziel auf euch, Kinder! Wir müssen ihn einholen! Jetzt noch nicht! Die Strecke ist lang und ich muss mir meine Kräfte einteilen! Hey, machst du etwa schon schlapp? Nett, dass du dir Sorgen machst, aber es ist alles in Ordnung, großer Grauer! Kleiner Donner, sie ziehen alle an uns vorbei. Tun wir auch das Richtige? Du musst Vertrauen haben, Yakari! Ich will doch genauso gern gewinnen wie du! Thank you.
Also, Sie haben tatsächlich das zweite Feuer passiert. Was tun wir mit dem Bison? Er kommt voran. Langsam, aber immerhin. Nun lauf endlich, du musst mir gehorchen. Hast du denn nicht gehört im Galopp, du Faultier? Ja, ja! Dieser Wald ist das reinste Labyrinth. Die Reiter können sich leicht darin verirren. Ich sehe die anderen gar nicht mehr. Wie sollen wir nur das dritte Feuer finden? Keine Sorge, Yakari. Ich kann den Rauch des Feuers riechen. Er wird uns leiten. Ja, ja! Gut gemacht, kleiner Donner. Wir sind schon an dritter Stelle. Ja, großer Grauer hat keinen guten Orientierungssinn. Ich hab den Weg verloren. Da lang, hier! Yakari hat sich gut in dem Wald zurechtgefunden. Aber Regenbogen hat wirklich ein besonders schnelles Pferd. Den Rückstand könnte es sehr wohl aufholen. Und der kleine Bison? Na, das läuft schon besser. Na, obwohl... Nicht so schnell! Nicht so schnell! Los, schneller! Es darf keiner vorbeiziehen! Was bist du für ein schwaches Pferd? Dabei bin ich ein so guter Reiter! Bravo! Du bist der König des Waldes. Aber ich habe dich trotzdem eingeholt. Ja, und du musst inzwischen ziemlich müde sein. Ich fange dann mal an zu galoppieren. Wir warten dann natürlich am Ziel auf dich. Yakari und Regenbogen sind mutig. Und sie verstehen sich wirklich sehr gut mit ihren Pferden. Wer hätte gedacht, dass diese Frischlinge mit den besten Reitern mithalten können? Wo wir gerade von Kindern reden, wo mag kleiner Dachs sein? Ich sehe ihn nicht mehr. Wer hat gesagt, dass du grasen sollst? Beweg dich endlich! Na gut, ich gebe auf. Ah, damit ist für kleiner Dachs das Rennen zu Ende. Ich habe eine Idee. Halte ich jetzt gut an meiner Mähne fest. Wir nehmen die Abkürzung durch den See. Wollen wir etwa schwimmen gehen? Yakari hat recht. Der Weg durch den See ist ohne Zweifel der kürzeste zu dem fünften der sieben Feuer. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee war, kleiner Donner, aber das Wasser ist sehr erfrischend. Wie aufregend das jetzt ist. Wer könnte nun gewinnen? Der schwimmt oder der galoppiert? Regenbogen war schneller als wir. Es tut mir sehr leid, Yakari. Da habe ich mich geirrt. Das war doch keine gute Idee. Ach, halb so schlimm, kleiner Donner. Denn schließlich machen wir das alles zusammen. Jetzt müssen wir nur einen Weg finden, um das wieder wettzumachen. Oh, siehst du dort? Dieser Weg ist eine echte Abkürzung. Wenn wir da lang reiten, kommen wir direkt zum sechsten Feuer. Vorwärts, kleiner Donner! Wir sind schon fast da. Hörst du das pfeifende Heulen? Bei dem Lärm von dem Wind höre ich hier gar nichts. Genau deshalb heißt ja diese Abkürzung auch der kurze Weg des Windes. Das sechste Feuer! Huhuhuhu! Unglaublich. Yakari ist tatsächlich in Führung gegangen. Nur einige werden sagen, es ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Bei dem Rennen zählt nur die Reihe der Feuer. Solange sie keine auslassen, steht den Reitern jede Abkürzung frei. Das siebte Feuer, wir haben es fast geschafft. Oh. Wenn wir die Herde aufschrecken, könnte sie wild loslaufen und uns überrennen. Wir müssen von hier aus zu Fuß weiter, und zwar so leise, wie es nur geht. Vorsichtig, kleiner Donner, ganz vorsichtig.
Yakari ist klug. Es gibt keine andere Lösung, als zu Fuß weiterzugehen. Die Bisons machen mir keine Angst. Ich werde mir meinen Sieg nicht von einem kleinen Kind wegnehmen lassen. Halt an, du schreckst die ganze Herde auf! Yakari, sei vorsichtig! Oh. Ist der verrückt? Die Bisons überrennen uns. Los, steig schnell wieder auf, Yakari. Oh. Oh. Stolze Wolke! Hier! Ja. Yakari erreicht auch das siebte Feuer. Aber warum hat er plötzlich angehalten? Nur noch ein kurzer Galopp und er hätte den Sieg errungen. Yakari! Ich hatte so furchtbare Angst um dich. Kleiner Donner hat mich gerettet. Wieso hast du angehalten? Eingeholt hätte dich niemand mehr. Du wärst unschlagbar gewesen. Ich habe mir wehgetan. Und Yakari meinte, dann sollten wir das mit dem Rennen lassen. Und darum gibt es diesmal keinen Sieger. Denn wir werden alle gemeinsam zu dem Siegesfeuer reiten. Im Mal kehren gleich vier Sieger ins Dorf zurück. Dieses Zeichen verheißt uns allen Gutes. Ja, da sind sie! Wieder da! Ja, wir haben es geschafft! Yakari! Was ist passiert, kleiner Dachs? Wo ist Feuerhof? Er wollte grasen und hat mich abgeworfen. Ja, ja, von wegen Feuerhof. Ich finde, Feuermagen trifft es viel eher. Du hast also auf den Sieg verzichtet, damit dein Pony nicht leiden muss? Kleiner Donner ist ja nicht mein Pony, er ist mein Freund. Wir, die Pferde, sind sehr stolz auf dich, Yakari. Hat wohl jemand eine Distel übersehen und sie glatt verschluckt, war? Und dann davon Schluck aufgekriegt. Ich habe es so satt, mit diesen gemeinen Zicken zusammenzuleben. Ich möchte frei sein, frei wie der Wind. Na los, ihr Ziegen, es wird Zeit. Abmarsch zur Tränke, ja? Alle mir nach, wir gehen runter zum Fluss. Gehorchen. Immer nur gehorchen. Hey, du da! Was fällt dir ein, hier so herumzutrödeln? Na los, jetzt mach schon und schleich dich runter ans Wasser, wie alle anderen auch. Nanu. Tempo, Tempo, ihr Ziegen! Nun macht schon! Schneller! Ach, mir reicht. Ich hau ab. Was Neues. Und wie schön es hier ist. Toll. Hier finde ich bestimmt viele neue Freunde. Hey, Eichhörnchen. Mäh.
warum mussten wir denn heute nur so früh aufstehen, Yakari? Ach, du weißt doch, wie gern ich schon bei Sonnenaufgang unterwegs bin. Oh, nein, beruhig dich, kleiner Donner. Eine Ziege? Dankeschön, Ziege. Der wird sich auf sie stürzen. Hallo, sei vorsichtig. Wir folgen dem Wolf, kleiner Donner. Was? Warum dem Wolf folgen? Eine kleine Ziege, die allein im Wald herumläuft, ist eine leichte Beute für ihn. Soll der Wolf denn lieber uns fressen? Hey, du da! Verschwinde von hier! Hau ab! Hau ab! Oh, ich fall runter! Oh nein, was ist das denn für ein Trampler? Mach sofort, dass du wegkommst, du! Ich hab keine Ahnung, wer du bist, aber du kannst ja nicht... Du hast hier nichts zu suchen, ist das klar? Meinetwegen. Dann verschwinde ich eben wieder. Ist mir doch egal. Hey, Ziege! Warte doch! Die zwei waren aber sehr unfreundlich. Aber das macht auch nichts. Ich finde bestimmt noch andere Freundliche im Wald. Guten Tag, Ziege. Was machst du hier so weit weg von dem Canyon, in dem du sonst lebst? Ich habe genug von meiner Herde. Aber Ziegen sind doch überhaupt keine Einzelgänger. Ach ja? Ich aber schon. Hör auf mich, Ziege. Ich glaube, du gehst lieber wieder zu deiner Herde zurück. Niemals. Niemals. Ein Wolf hat dich gewittert. Wenn der dich hier schnappt, hast du keine Chance. Ein Wolf? Von so einem Tier habe ich noch nie gehört. Na und dann habe ich noch meine Hörner, um mich zu wehren. Haben hier ja einen Riesenspaß. Ich will auch mit ihnen planschen. Nein, kleine Ziege, tu das nicht. Du wirst sie erschrecken. Ah! Kleine Ziege, halt dich fest. Ich habe Angst. Danke. Siehst du nun, ich hätte dich ganz leicht fangen können. Du musst sofort zurück nach Haus. Ich begleite dich. Na los. Nein. Du hast doch gerade eben noch gesagt, du hast Angst. Das habe ich nie gesagt. Mich kriegst du nie. Beiden Männer da? Das sind Jäger. Und du wärst ihnen fast in die Arme gelaufen. So, hier bist du vollkommen sicher. Bitte passt gut auf die Ziege auf. Ich werde mich jetzt darum kümmern, diesen Wolf aus dem Wald zu vertreiben. Sei bloß vorsichtig, Yakari! Also, wie ich gehört habe, sollen Ziegen ja alles futtern. Wie? Wer hat denn das gesagt? Bäh! Friss uns ja nicht unser Gras weg. Und was wir auch nicht leiden können, ist wildes Galoppieren auf unserer Koppel, klar? Galoppieren? Wie kommst du da drauf? Ich bin doch kein Pferd. Mach dir nichts draus. Die sind manchmal etwas griesgrämig, aber... Die sind schlimmer als der Hüteesel, der unsere Herde rumscheucht. Ich will nicht länger hierbleiben. Ich will frei sein! Hey, warte! Der Wolf ist hier ganz in der Nähe. Aber wie soll ich ihn nur vertreiben? Kleiner Donner! Die Ziege ist weggerannt. Was? Sie ist... Hast du dir wehgetan, Yakari? Nein, nein, nichts passiert. Schnell, kleiner Donner. Wir müssen die Ziege finden und das vor dem Wolf. Kleine Ziege! Kleine Ziege! Da ist sie!
Sieh dir das an. Sie ist völlig gedankenlos. Und trotzdem sehr dickköpfig. Hey, kleine Ziege! Ich bin hier! Fang mich doch, wenn du kannst! Oh nein! Die macht uns noch verrückt. Warte doch! Oh, da ist ja Kari. Folge ihr. Ich hab da eine Idee. Auf die Plätze. Fertig. Hallo, Biber. Ich brauche eure Hilfe. Und ich brauche Baumstämme. Das ist hoffentlich wichtig. Hier geht's lang. Komm, kleiner Donner. Hallo, Ziege. Willst du auch? Komm doch. Wir spielen alle was Schönes zusammen. Hoffentlich funktioniert der Trick. Hallo, Ziege! Hallo, Ziege! Beeil dich, wir warten schon. Ich komm ja schon, meine Freunde. Lass die Baumstämme rollen. Runterspringen, Ziege! Lass die Ziege in Ruhe. Sie ist unsere Freundin. Ich verbiete dir, ihr weh zu tun. So, dir wird nichts mehr passieren, Ziege. Danke. Ich hatte ja solche Angst. Du musst nur noch durch diesen Wald da vor uns gehen, dann siehst du schon den Weg nach Hause. Oh ja, ich erkenne den Weg wieder. Du hattest recht, Yakari. Es ist viel zu gefährlich allein. So eine Herde ist auch was Schönes. Nur eins ist dumm. Ich langweil mich so. Und außerdem habe ich keine Freunde in der Herde. Ich bin mir aber ganz sicher, dass sich die anderen Ziegen sehr freuen werden, dich wiederzusehen. Ja, aber was wird der Esel sagen? Oh, wo warst du denn? Wir haben uns alle schrecklich um dich gesorgt. Ich habe nach Abenteuern gesucht. Wenn ihr wollt, erzähle ich's euch. Oh ja! Also das möchte ich auch sehr gern hören. Ja, ganz recht. Ich habe mir nämlich Sorgen gemacht. Ich weiß nicht, wie es dem Wolf geht. Aber die Ziege hast du auf jeden Fall aus dem Wald vertrieben, Yakari. Die wird keinen Huf mehr hier reinsetzen. Alles Gute. Dieser kleine Indianerjunge hat wirklich viel Mut bewiesen. Und er hat recht. Ich schließe mich auch wieder dem Rudel an. Los, wer als erster über den Bach springt, hat gewonnen. Entschieden. Warst du da eben ein bisschen aus der Puste, großer Grauer? Kein Stück. Ich habe nur gebremst, weil du ja sonst nicht mitkommst. Dann zeigt sich beim Rennen der sieben Feuerwehr, der Schnellere ist. Wer sitzt bei dir auf? Oh, Regenbogen. Und bei dir? Ja, Kari natürlich. Außer ihm, dass sich niemand anders auf meinen Rücken drauf. Kinder, seid ihr schon mit euren Totems fertig? Hier ist mein Adler. Und hier mein Hase. Und mein Bison. Er wird euch alle schlagen. So, seht her, hier. Wir wollen nun also ein großes Wettrennen ausrichten. Nehmt eure Totems. Ihr müsst sie dahin stellen, wo die drei Tippis stehen. Es ist das Rennen der sieben Feuer.
Bisher durften nur die besten Jäger des Stammes daran teilnehmen. Wir also? Diesmal soll es anders sein. Wir haben uns entschieden, es euch Kindern zu erlauben, auch an unserem Rennen teilzunehmen. Weil wir ja auch schon groß sind. Weißt du, Yakari, ich glaube, so einfach wird das alles für euch kaum werden. Immerhin müsst ihr euch mit großen, erfahrenen Jägern messen. Wie Stolze Wolke und Kühne Rabe. Die Reiter müssen die Feuer eines nach dem anderen finden. Alle sieben. Und wer als erster nach Hause zurückkehrt, der hat gewonnen. Ich passe auf. Werde das Rennen da ganz oben von der Adlerspitze aus beobachten. Es gibt nur ein Pferd, das schnell und schlau genug ist, um zu gewinnen. Und das ist Kleiner Donner. Du vergisst leider, dass Großer Grauer das schnellste von allen ist. Da habt ihr aber noch nicht mein neues Pony gesehen. Es heißt nämlich Feuerhuf. Feuerhuf? Wie bescheiden. Warum nimmst du für das Rennen nicht dein altes Pony? Das neue scheint ziemlich wild zu sein. Es wird mir gehorchen, ihr werdet sehen. Die Strecke ist sehr schwierig. Ich an deiner Stelle würde da ein zahmeres Pony reiten. Du hast doch keine Ahnung. Die Schnelligkeit ist das Einzige, was bei so einem Rennen zählt. Ui. Viel Glück, mein Sohn. Ich gewinne, Vater. Du wirst stolz auf mich sein. Ich bin jetzt schon auf dich stolz. Doch erst musst du eins gewinnen. Das ist die Achtung deines Pferdes. Wenn dir das gelungen ist, wird aus dir ein großer Sioux werden. Macht euch bereit! Ja! Los, kleiner Donner! Nun lauf schon! Das ist ein Befehl! Komm gefälligst zurück, Feuerhuf! Na los, ja! Ich warte am Ziel auf euch, Kinder! Wir müssen ihn einholen! Jetzt noch nicht! Die Strecke ist lang und ich muss mir meine Kräfte einteilen! Hey, machst du etwa schon schlapp? Nett, dass du dir Sorgen machst, aber es ist alles in Ordnung, großer Grauer! Kleiner Donner, sie ziehen alle an uns vorbei. Tun wir auch das Richtige? Du musst Vertrauen haben, Yakari! Ich will doch genauso gern gewinnen wie du! Also, sie haben tatsächlich das zweite Feuer passiert. Was tun wir mit dem Bison? Er kommt voran. Langsam, aber immerhin. Nun lauf endlich, du musst mir gehorchen. Hast du denn nicht gehört im Galopp, du Faultier? Ja, ja! Dieser Wald ist das reinste Labyrinth. Die Reiter können sich leicht darin verirren. Ich sehe die anderen gar nicht mehr. Wie sollen wir nur das dritte Feuer finden? Keine Sorge, Yakari. Ich kann den Rauch des Feuers riechen. Er wird uns leiten. Ja! Ja! Gut gemacht, kleiner Donner. Wir sind schon an dritter Stelle. Ja, großer Grauer hat keinen guten Orientierungssinn. Ich hab den Weg verloren. Da lang, hier! Yakari hat sich gut in dem Wald zurechtgefunden. Aber Regenbogen hat wirklich ein besonders schnelles Pferd. Den Rückstand könnte es sehr wohl aufholen. Und der kleine Bison? Na, das läuft schon besser. Na, obwohl... Nicht so schnell! Nicht so schnell! Los, schneller! Es darf keiner vorbeiziehen! Was bist du für ein schwaches Pferd? Dabei bin ich ein so guter Reiter! Bravo, du bist der König des Waldes. Aber ich habe dich trotzdem eingeholt. Ja, und du musst inzwischen ziemlich müde sein. Ich fange dann mal an zu galoppieren. Wir warten dann natürlich am Ziel auf dich. Yakari und Regenbogen sind mutig. Und sie verstehen sich wirklich sehr gut mit ihren Pferden. Wer hätte gedacht, dass diese Frischlinge mit den besten Reitern mithalten können? Wo wir gerade von Kindern reden, wo mag kleiner Dachs sein? Ich sehe ihn nicht mehr. Wer hat gesagt, dass du grasen sollst? Beweg dich endlich!
gut. Ich gebe auf. Ah, damit ist für Kleiner Dachs das Rennen zu Ende. Ich habe eine Idee. Halte ich jetzt gut an meiner Mähne fest. Wir nehmen die Abkürzung durch den See. Wollen wir etwas schwimmen gehen? Der Kari hat recht. Der Weg durch den See ist ohne Zweifel der kürzeste zu dem 5. der 7 Feuer. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee war, Kleiner Donner, aber das Wasser ist sehr erfrischend. Wie aufregend das jetzt ist. Wer könnte nun gewinnen? Der, der schwimmt oder der, der galoppiert? Regenbogen war schneller als wir. Es tut mir sehr leid, Yakari. Da habe ich mich geirrt. Das war doch keine gute Idee. Ach, halb so schlimm, Kleiner Donner. Denn schließlich machen wir das alles zusammen. Jetzt müssen wir nur einen Weg finden, um das wieder wettzumachen. Oh, siehst du dort? Dieser Weg ist eine echte Abkürzung. Wenn wir da lang reiten, kommen wir direkt zum 6. Feuer. Vorwärts, Kleiner Donner! Wir sind schon fast da. Hörst du das pfeifende Heulen? Bei dem Lärm von dem Wind höre ich hier gar nichts. Genau deshalb heißt ja diese Abkürzung auch der kurze Weg des Windes. Das 6. Feuer! Uhuhuhu! Unglaublich. Yakari ist tatsächlich in Führung gegangen. Nur einige werden sagen, es ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Bei dem Rennen zählt nur die Reihe der Feuer. Solange sie keine auslassen, steht den Reitern jede Abkürzung frei. Das 7. Feuer, wir haben es fast geschafft. Oh. Wenn wir die Herde aufschrecken, könnte sie wild loslaufen und uns überrennen. Wir müssen von hier aus zu Fuß weiter, und zwar so leise, wie es nur geht. Vorsichtig, Kleiner Donner, ganz vorsichtig. Yakari ist klug. Es gibt keine andere Lösung, als zu Fuß weiterzugehen. Die Bisons machen mir keine Angst. Ich werde mir meinen Sieg nicht von einem kleinen Kind wegnehmen lassen. Halt an, du schreckst die ganze Herde auf! Yakari, sei vorsichtig! Oh. Ist der verrückt? Die Bisons überrennen uns. Los, steig schnell wieder auf, Yakari. Oh. Oh. Stolze Wolke! Hier! Ja. Yakari erreicht auch das 7. Feuer. Aber warum hat er plötzlich angehalten? Nur noch ein kurzer Galopp und er hätte den Sieg errungen. Yakari! Ich hatte so furchtbare Angst um dich. Kleiner Donner hat mich gerettet. Wieso hast du angehalten? Eingeholt hätte dich niemand mehr. Du wärst unschlagbar gewesen. Ich habe mir wehgetan. Und Yakari meinte, dann sollten wir das mit dem Rennen lassen. Und darum gibt es diesmal keinen Sieger. Denn wir werden alle gemeinsam zu dem Siegesfeuer reiten. Erst im Mal kehren gleich 4 Sieger ins Dorf zurück. Dieses Zeichen verheißt uns allen Gutes. Ja, da sind sie! Wieder da! Yakari ist zurück! Ihr habt es geschafft! Yakari! Was ist passiert, Kleiner Dachs? Wo ist Feuerhof? Er wollte grasen und hat mich abgeworfen. Ja, ja, von wegen Feuerhof. Ich finde, Feuermagen trifft es viel eher. Du hast also auf den Sieg verzichtet, damit dein Pony nicht leiden muss? Kleiner Donner ist ja nicht mein Pony, er ist mein Freund.
Wir, die Pferde, sind sehr stolz auf dich, Yakari. Die schwarzen Steine. Kleiner Donner? Na klar, aber es geht sehr hoch. Und all das nur, um Steine zu sammeln. Halte durch. Die schwarzen Steine sind sehr wichtig für unseren Stamm. Aus denen lassen sich die besten Werkzeuge und Pfeilspitzen machen. Ich verstehe langsam, warum kleiner Dachs lieber zu Hause bleiben wollte. Der Wind hier oben kann schrecklich kalt sein, aber ich bin trotzdem gern dabei. Die Landschaft ist wunderbar und so hoch in den Bergen leben sicher ungewöhnliche Tiere. Vielleicht werden wir noch einige kennenlernen. Wir sind da. Das schwarze Gestein werden wir hoffentlich an den Hängen dieses Berges finden. Das ist ein guter Platz. Hier sind wir im Windschatten, also werden wir hier unser Lager aufschlagen. Gut. Kühner Rabe und hastiges Eichhörnchen, ihr baut zwei Zelte für die Nacht auf. Yakari, du sammelst Feuerholz. Mach ich, Vater. Und du wartest hier. Du bist heute wirklich weit genug gelaufen. Vielen Dank, Yakari. Na klar, erhol dich gut. Ich bin auch ganz schnell wieder da. Nanu? Diese Hufabdrücke. Ja. Das kann nur ein Wapiti sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich den Weg auch wiederfinde. Wo kommt der Krach her? Hört sich an wie brechende Äste. Großer Wapiti! Lauf nicht weg! Keine Angst, kleiner Mensch. Was ist da passiert? Das sind zwei, die sich im Kampf verloren haben. Jetzt ist die Zeit der Kämpfe unter uns Wapitis. Viele Monde lang waren ihre Geweihe untrennbar ineinander verhakt. Sie konnten sich nicht befreien. Wo will er hin? Er tritt gegen einen anderen Bullen in seinem Alter zum Kampf an. Dazu treffen sie sich auf einer Lichtung. Aber warum kämpfen sie? Folge mir. Yakari braucht sehr lange, um Holz zu holen. Sei unbesorgt, kühner Blick. Dein Sohn ist klug. Da zieht ein Unwetter auf. Er sollte lieber bald zurückkommen. Ein Wolf. Kämpfen miteinander, um Weibchen zu erobern. Oh, unglaublich. Was ist das Geräusch, das ich gehört habe? Das Krachen ihrer Geweihe. Oh nein, mein Feuerholz. Ich muss zurück zu meinen Leuten. Oh. Hä? Los, pack mein Geweih! Werden wir es schaffen, ihn abzuhängen? Ich bin bei weitem schneller als dieser Fellkloß. Sag mal, wie heißt du? Yakari. Das ist ja ein Unwetter. Ich kann nichts mehr sehen. Halt dich gut fest. Ich sehe für uns beide. Schon noch loswerden. Hab keine Angst. Oh, ist das kalt. Oh. Wie soll ich denn jetzt nur zu unserem Lager zurückfinden?
Kleiner Donner. Was ist denn, mein großes Pony? Du machst ja auch Sorgen, was? Ich denke, das heißt, ich soll dir folgen. Du bist wirklich ein guter Fährtenleser. Wir müssen Yakari unbedingt finden, bevor es anfängt zu schneien. Denn sonst verlieren wir seine Spur. Wir laufen ja immer höher in die Berge, großer Wapiti, und es ist so schrecklich kalt. Du kannst mir vertrauen, Yakari. Ich weiß einen sicheren Ort, wo wir warten können, bis der Schneesturm vorbei ist. Ich fühle mich gut. Seltsam, mir ist richtig mollig. Wow, ist das schön. Was ist denn? Ja, aber... Wasser, das kocht? Da staunst du, was? Schön, nicht? Schade nur, dass kleiner Donner nicht hier ist, um das auch zu sehen. Wir haben die ganze Nacht gesucht und keine Spur von Yakari. Nicht eine. Hoffentlich hat er einen Unterschlupf gefunden. Was sollen wir tun? Kleiner Donner? Witterst du etwas? Ja! Oh nein! Wölfe, die sind ganz in der Nähe. Schnell weg von hier, Yakari. Zurück! Komm, kleiner Donner! Ich hoffe, wir sind weit genug weg von den Wölfen. Wir können uns ein bisschen ausruhen. Wenn ich nur wüsste, wie ich meinen Vater und Kleiner Donner wiederfinden... Nanu? Kleiner Donner! Vater! Da! Die Wölfe! Yakari, lauf schnell weg! Ich halte sie auf! Steig auf! Folge mir, Yakari. Nein, Vater, tu das nicht! Wir müssen dem großen Wapiti folgen! Du musst weg von dem Wapiti gehen! Die Wölfe werden sich alle auf ihn stürzen! Bitte vertrau ihm, Vater! Er hat mir das Leben gerettet! Dann ist es gut! Ich vertraue dir, mein Sohn! Bleibst du stehen, Wapiti? Sie kommen! Wir dürfen nicht anhalten! Seht doch mal! Vater, das ist unglaublich! Sie sind völlig verunsichert. Die wissen nicht weiter. Vorsicht, da kommt einer! Zum Glück habe ich Hufe. Der arme Wolf. Da hat sich einer die Pfoten verbrannt. Ein seltsames Stück Erde. Da, sie geben auf. Wir sind alle gerettet, Yakari. Und das nur durch den Wapiti. Er kennt die Geheimnisse der Berge. Das verdanken wir auch dir, mein Sohn. Dir und deinem großen Wissen über die Tiere. Und dann auch deiner Gabe, all die Tiere zu verstehen. Na los, geh noch mal zu ihm. Er scheint auf dich zu warten. Du hast mich zweimal gerettet, großer Wapiti. Das werde ich dir nie vergessen. Auf Wiedersehen, Yakari. Ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Yakari? Hier, sieh dir das mal an. Ich glaube, jetzt verstehe ich. Der Boden ist kochend heiß. Darum ist der Schnee hier weggeschmolzen. Und die Tiere wissen, dass durch die Wärme hier eigentlich immer Sommer ist und sie genug Futter finden.
Seltsam, der Boden, der uns von dem Feuer trennt, das im Innern der Erde unter unseren Füßen wohnt, muss hier viel dünner sein. Unter unseren Mokassins ist Feuer? Sicher, Yakari. Es ist ein so wildes und glühendes Feuer, dass sogar Steine drin schmelzen. Das würde ich gern mal sehen, das Feuer. Manchmal kommt es vor, dass es aus der Erde ausbricht. Nur kann das sehr gefährlich sein, Yakari. Und das hier hinterlässt das große Feuer uns Menschen nach so einem Ausbruch. Diese schwarzen Steine suchen wir hier. Du kannst ihn in die Hand nehmen, Yakari. Er ist längst abgekühlt. Es gibt sie hier in Hülle und Fülle. Das tut gut. Wir liegen auf einem kuscheligen Bett aus Feuer. Der hier ist für dich, Regenbogen. Das ist einer der Steine, für die wir losgezogen waren. Er kommt ganz tief aus dem Innern der Erde. Oh, danke, Yakari. Der ist wunderschön. Na und? Hast du nicht gefroren? Der Eiswind da oben muss doch gemein gewesen sein. Nein, mir war eher heiß. Sehr heiß sogar. Und nächstes Mal, wenn wir die schwarzen Steine suchen gehen, kannst du gern mitkommen. Folge der Spur. Yakari. Morgen ab 6:15 hier bei Check 1. Und die allerersten Folgen heute um 11:45 im Kika. Großes Indianer-Ehrenwort. Alle freuen sich auf das Yakari-Wochenende. Hallo, Zuschauer. Ralf und Shari haben sich in Schale geworfen. Willi sucht noch das richtige Pferd. Und Chan, der hat schon eins. Marlin besucht einen echten Indianerjungen. Und Karen ist schon voll in Action. Was ihr schon immer über Indianer und Pferde wissen wolltet. Wie viele Kinder hat er schon? Oh, fast 5000. Was? Dann fing der automatisch an, den zu kraulen. Weil er den krault, krault der wieder. Jetzt kraulen wir uns alle gegenseitig. Ja, genau. Indianerspaß mit deinen Wissensexperten. Jetzt, hier bei Check 1. Hallo Zuschauer, herzlich willkommen im Wilden Westen. Entschuldigung. Ja, wir erfüllen gerne Wünsche. Ein gewisser Herr Friedrichs hat uns geschrieben, liebe Shari, lieber Ralf, macht, dass ihr wegkommt. Und zwar so weit wie möglich. Dein Wunsch ist uns Befehl. Und ich glaube wirklich, so weit weg waren wir noch nie. Ein Schritt weiter nach Westen und wir überqueren die Datumsgrenze und kommen im Osten wieder raus. Tja, und wieder ist ein Tag rum und die Sendung vorbei. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Tschüss. War ein Witz. Aber sehr beeindruckend. Wozu eineige Zwillinge doch gut sind. Oh ja, ich glaube, ich mach mal wieder rüber in den Westen. Und das erinnert mich auch direkt ans Lasso. Meine Damen und Herren, unser erster Film. Was wäre ein Cowboy ohne sein Pferd, ein Rind und sein Lasso? All das besitzt Reinhold Gößling. Sein Pferd heißt Gondolera. Das ist das Rind. Okay, kein echtes, nur eine Attrappe. Und hier ist sein Lasso. Das Lasso ist natürlich echt. Dann kann's ja losgehen. Halt, nicht ganz so schnell. Was ist überhaupt ein Lasso? Das Lasso ist ein etwa 18 Meter langes Nylonseil, das am Ende eine Metallöse hat. Durch diese Öse, die der Fachmann Honda nennt, wird das Seil hindurchgezogen. Dadurch bildet sich eine Schlinge, die man festziehen kann.
Die ersten Lassos waren aus geflochtener Tierhaut, sahen aber sonst genauso aus. Tierhautlassos reißen aber leichter und müssen deshalb immer wieder geflickt werden. Außerdem sind diese Lassos steif und hart und liegen nicht so glatt. Deshalb verwenden Cowboys heute zum Arbeiten Nylonseile. Übrigens nennt der Cowboy sein Seil gar nicht Lasso, sondern Lariat oder Rope. Der eigentliche Wurf besteht genau genommen aus zwei Teilen, dem Schwingen des Lassos und dem Abwurf. Zum Schwingen greift der Cowboy das Seil in der Schlinge und dreht das Handgelenk. Wenn man es gut kann, entsteht ein Kreis in der Luft. Bei Sascha, der das Lasso heute zum ersten Mal schwingt, kommt das dabei raus. Weil nicht jedes Rind so brav an einer Stelle steht, gibt es viele verschiedene Wurftechniken. Läuft das Rind von links nach rechts, hier unsere Attrappe, dann schwingt der Cowboy das Seil rechts neben sich. Treffer! Jetzt das Lasso einholen und am Sattelknauf befestigen. Das Pferd hält das Seil stramm, damit das Rind nicht flüchten kann. Geht's in die andere Richtung, also von rechts nach links, dann wird das Seil über der linken Schulter gedreht und dann hoch abgeworfen. Und wieder stramm ziehen. Ist das Tier direkt vor dem Cowboy, dann sieht der Wurf ähnlich aus wie in Westernfilmen. Das Lasso dreht sich über dem Kopf. Ein Cowboy fängt das Rind natürlich nicht aus dem Stand. Er galoppiert aber auch nicht wild hinter dem Rind her und jagt es. Die meisten Würfe macht der Cowboy aus dem Schritt. Ein Rind zum Einfangen hatten wir leider nicht, aber Cowboys haben ja auch wilde Pferde gefangen. Deshalb zeigt Herr Gößling das Lassowerfen jetzt an Sternchen seinem Reitpferd. Weil Pferde durch das Geräusch des Schwingens leicht nervös werden, dreht er das Lasso nur kurz und wirft es dann direkt ab. Gefangen. Sternchen kennt das Einfangen. Ein junges Rind wehrt sich manchmal aber ziemlich heftig und dafür braucht der Cowboy ein so langes Seil. Er kann es anziehen und nachlassen, ähnlich wie ein Angler, der einen Fisch an der Angel hat. Im wahren Leben werden die Rinder beim Einfangen nicht gehetzt, wie in diesem Cowboy-Film. Da gibt es nur Verletzungen. Das Motto heißt Hold the Meat, das bedeutet, erhalte das Fleisch. Wer die Rinder herumscheucht, macht sie dünn, hat also weniger Fleisch. Sternchen möchte auch nicht mehr fangen spielen. Er will jetzt nur noch eins, fressen in Freiheit. So ein Lasso kann man nicht nur super zum Rinderfangen benutzen, man kann damit auch tanzen. Musik ab, bitte! Ich hatte mich schon so darauf gefreut, dass du tanzt. Schau, ich habe gesagt, Mann kann damit tanzen, nicht ich kann damit tanzen. Du musst mir schon ein bisschen zuhören. Okay. Ralf hat dir gerade eben erzählt, dass die Cowboys in den USA zu Lasso nicht Lasso sagen, sondern Rope. Da steht natürlich sofort diese Frage hier im Raum, die so keiner lesen kann. Deshalb lege ich sie mal hin. Und die Frage lautet: Woher kommt eigentlich der Begriff Lasso? Das ist schnell erklärt. Lasso stammt von dem spanischen Wort Lazo ab und es heißt zu Deutsch Schnur und Schlinge. Und Lazo kommt wiederum von dem lateinischen Wort Laqueus. Das ging wirklich schnell. Und wo wir gerade von schnell gehen sprechen, was sind eigentlich richtige Cowboystiefel? Und stimmt es wirklich, dass man Blasen verhindern kann, indem man da reinpinkelt? Ich glaube nicht. Texas, 1930. Die grelle Sonne brennt auf Bone Lake City. Cowboy Jack ist neu in der Stadt und ein echt cooler Kerl. Er hat nur ein Problem. Seine Coolness kommt hier nicht so richtig an. Irgendwas scheinen seine neuen Kumpanen komisch an ihm zu finden. Was haben sie nur? Er ist doch ein richtiger Cowboy mit Lederhose, Schießeisen und einem verdammt finsteren Blick. Aber all das scheint hier nicht großartig anzukommen. Was? Seine Schuhe? Wie? So schlecht sehen die doch gar nicht aus. Hey! Das sind doch keine Cowboy-Stiefel! Keine Cowboy-Stiefel? Ach, herrje. Das ist es also, warum hier alle auslachen. Da muss Jack ja mal ganz dringend zum Schuhmacher. Aber wie sehen die denn aus, richtige Cowboy-Stiefel? Na, so jedenfalls nicht. Das hier ist ein echter Cowboy-Stiefel, sogar einer der ältesten. So ähnlich sahen schon die ersten Western-Stiefel 1870 aus. Der Schuster hat aber auch ganz modische mit einem Schlangenmotiv.
Da hat wohl jemand eine Distel übersehen und sie glatt verschluckt, war. Und dann davon Schluck aufgekriegt. Ich habe es so satt, mit diesen gemeinen Zicken zusammenzuleben. Ich möchte frei sein, frei wie der Wind. Na los, ihr Ziegen, es wird Zeit. Abmarsch zur Tränke, ja? Alle mir nach, wir gehen runter zum Fluss. Gehorchen, immer nur gehorchen. Hey, du da, was fällt dir ein, hier so herumzutrödeln? Na los, jetzt mach schon und schleich dich runter ans Wasser, wie alle anderen auch. Ach, mir reicht's. Ich hau ab. Was Neues. Und wie schön es hier ist. Toll. Hier finde ich bestimmt viele neue Freunde. Hey, Eichhörnchen. Warum mussten wir denn heute nur so früh aufstehen, Yakari? Ach, du weißt doch, wie gern ich schon bei Sonnenaufgang unterwegs bin. Oh, nein, beruhig dich, kleiner Donner. Eine Ziege? Dankeschön, Ziege. Der wird sich auf sie stürzen. Hallo, sei vorsichtig. Wir folgen dem Wolf, kleiner Donner. Was? Warum dem Wolf folgen? Eine kleine Ziege, die allein im Wald herumläuft, ist eine leichte Beute für ihn. Soll der Wolf denn lieber uns fressen? Hey, du da, verschwinde von hier. Hau ab, hau ab. Oh nein, was ist das denn für ein Trampler? Mach sofort, dass du wegkommst, du. Ich hab keine Ahnung, wer du bist, aber du kannst ja nicht... Du hast hier nichts zu suchen, ist das klar? Meinetwegen. Dann verschwinde ich eben wieder. Ist mir doch egal. Hey, Ziege! Warte doch! Die zwei waren aber sehr unfreundlich. Aber das macht auch nichts. Ich finde bestimmt noch andere Freunde hier im Wald. Guten Tag, Ziege. Was machst du hier so weit weg von dem Canyon, in dem du sonst lebst? Ich habe genug von meiner Herde. Aber Ziegen sind doch überhaupt keine Einzelgänger. Ach ja? Ich aber schon. Hör auf mich, Ziege. Ich glaube, du gehst lieber wieder zu deiner Herde zurück. Niemals. Niemals. Ein Wolf hat dich gewittert. Wenn der dich hier schnappt, hast du keine Chance. Ein Wolf? Von so einem Tier habe ich noch nie gehört. Na und dann habe ich noch meine Hörner, um mich zu wehren. Oh.
ja ein Riesenspaß. Ich will auch mit ihnen planschen. Nein, kleine Ziege, tu das nicht. Du wirst sie erschrecken. Ah! Kleine Ziege, halt dich fest. Ich habe Angst. Danke. Siehst du nun, ich hätte dich ganz leicht fangen können. Du musst sofort zurück nach Haus. Ich begleite dich. Na los. Nein. Du hast doch gerade eben noch gesagt, du hast Angst. Das habe ich nie gesagt. Oh. Beiden Männer da? Das sind Jäger. Und du wärst ihnen fast in die Arme gelaufen. So, hier bist du vollkommen sicher. Bitte passt gut auf die Ziege auf. Ich werde mich jetzt darum kümmern, diesen Wolf aus dem Wald zu vertreiben. Sei bloß vorsichtig, Yakari! Also, wie ich gehört habe, sollen Ziegen ja alles futtern. Wie? Wer hat denn das gesagt? Bäh. Frisch uns ja nicht unser Gras weg. Und was wir auch nicht leiden können, ist wildes Galoppieren auf unserer Koppel, klar? Galoppieren? Wie kommst du da drauf? Ich bin doch kein Pferd. Mach dir nichts draus. Die sind manchmal etwas griesgrämig, aber... Die sind schlimmer als der Hüteesel, der unsere Herde rumscheucht. Ich will nicht länger hierbleiben. Ich will frei sein! Hey, warte! Der Wolf ist hier ganz in der Nähe. Aber wie soll ich ihn nur vertreiben? Kleiner Donner! Die Ziege ist weggerannt. Was? Sie ist... Hast du dir wehgetan, Yakari? Nein, nein, nichts passiert. Schnell, kleiner Donner. Wir müssen die Ziege finden und das vor dem Wolf. Kleine Ziege! Kleine Ziege! Da ist sie. Sieh dir das an. Sie ist völlig gedankenlos. Und trotzdem sehr dickköpfig. Hey, kleine Ziege! Ich bin hier! Fang mich doch, wenn du kannst! Oh nein! Die macht uns noch verrückt. Warte doch! Ich hab da eine Idee. Auf die Plätze! Fertig! Hallo, Biber! Ich brauche eure Hilfe! Und ich brauche Baumstämme. Das ist hoffentlich wichtig. Geht's lang. Hä? Komm, kleiner Donner. Hallo, Ziege. Willst du auch? Komm doch. Wir spielen alle was Schönes zusammen. Hoffentlich funktioniert der Trick. Hallo, Ziege. Hallo, Ziege. Beeil dich. Wir warten schon. Ich komm ja schon, meine Freunde. Lass die Baumstämme rollen! Runterspringen, Ziege! Lass die Ziege in Ruhe! Sie ist unsere Freundin! Ich verbiete dir, ihr weh zu tun! So, dir wird nichts mehr passieren, Ziege. Danke. Ich hatte ja solche Angst. Du musst nur noch durch diesen Wald da vor uns gehen, dann siehst du schon den Weg nach Hause. Oh ja, ich erkenne den Weg wieder.
Du hattest recht, Yakari. Es ist viel zu gefährlich allein. So eine Herde ist auch was Schönes. Nur eins ist dumm. Ich langweil mich so. Und außerdem habe ich keine Freunde in der Herde. Ich bin mir aber ganz sicher, dass sich die anderen Ziegen sehr freuen werden, dich wiederzusehen. Ja, aber was wird der Esel sagen? Oh, wo warst du denn? Wir haben uns alle schrecklich um dich gesorgt. Ich habe nach Abenteuern gesucht. Wenn ihr wollt, erzähle ich's euch. Oh ja! Also das möchte ich auch sehr gern hören. Ja, ganz recht. Ich habe mir nämlich Sorgen gemacht. Ich weiß nicht, wie es dem Wolf geht. Aber die Ziege hast du auf jeden Fall aus dem Wald vertrieben, Yakari. Die wird keinen Huf mehr hier reinsetzen. Alles Gute. Dieser kleine Indianerjunge hat wirklich viel Mut bewiesen. Und er hat recht. Ich schließe mich auch wieder dem Rudel an. Los! Wer als Erster über den Bach springt, hat gewonnen! Unentschieden! Warst du da eben ein bisschen aus der Puste, großer Grauer? Kein Stück. Ich habe nur gebremst, weil du ja sonst nicht mitkommst. Dann zeigt sich beim Rennen der 7 Feuerwehr, der Schnellere ist. Wer sitzt bei dir auf? Oh, Regenbogen. Und bei dir? Ja, Kari natürlich. Außer ihm, dass sich niemand anders auf meinen Rücken drauf. Kinder, seid ihr schon mit euren Totems fertig? Hier ist mein Adler. Und hier mein Hase. Und mein Bison. Er wird euch alle schlagen. So, seht her, hier. Wir wollen nun also ein großes Wettrennen ausrichten. Nehmt eure Totems. Ihr müsst sie dahin stellen, wo die 3 Tippis stehen. Es ist das Rennen der 7 Feuer. Bisher durften nur die besten Jäger des Stammes daran teilnehmen. Wir also? Diesmal soll es anders sein. Wir haben uns entschieden, es euch Kindern zu erlauben, auch an unserem Rennen teilzunehmen. Weil wir ja auch schon groß sind. Weißt du, Yakari, ich glaube, so einfach wird das alles für euch kaum werden. Immerhin müsst ihr euch mit großen, erfahrenen Jägern messen. Wie Stolze Wolke und Kühner Rabe. Die Reiter müssen die Feuer eines nach dem anderen finden. Alle 7. Und wer als Erster nach Hause zurückkehrt, der hat gewonnen. Ich passe auf. Werde das Rennen da ganz oben von der Adlerspitze aus beobachten. Es gibt nur ein Pferd, das schnell und schlau genug ist, um zu gewinnen. Und das ist Kleiner Donner. Du vergisst leider, dass Großer Grauer das schnellste von allen ist. Da habt ihr aber noch nicht mein neues Pony gesehen. Es heißt nämlich Feuerhuf. Feuerhuf? Wie bescheiden. Warum nimmst du für das Rennen nicht dein altes Pony? Das neue scheint ziemlich wild zu sein. Es wird mir gehorchen, ihr werdet sehen. Die Strecke ist sehr schwierig. Ich an deiner Stelle würde da ein zahmeres Pony reiten. Du hast doch keine Ahnung. Die Schnelligkeit ist das Einzige, was bei so einem Rennen zählt. Viel Glück, mein Sohn. Ich gewinne, Vater. Du wirst stolz auf mich sein. Ich bin jetzt schon auf dich stolz. Doch erst musst du eins gewinnen. Das ist die Achtung deines Pferdes. Wenn dir das gelungen ist, wird aus dir ein großer Sioux werden. Macht euch bereit! Ja! Los, kleiner Donner! Nun lauf schon! Das ist ein Befehl! Komm gefälligst zurück, Feuerhuf! Na los, ja! Ich warte am Ziel auf euch, Kinder! Wir müssen ihn einholen! Jetzt noch nicht! Die Strecke ist lang und ich muss mir meine Kräfte einteilen! Hey, machst du etwa schon schlapp? Nett, dass du dir Sorgen machst, aber es ist alles in Ordnung, großer Grauer! Kleiner Donner, sie ziehen alle an uns vorbei. Tun wir auch das Richtige? Du musst Vertrauen haben, Yakari! Ich will doch genauso gern gewinnen wie du! Thank you.
Na also, Sie haben tatsächlich das zweite Feuer passiert. Was tun wir mit dem Bison? Er kommt voran. Langsam, aber immerhin. Nun lauf endlich, du musst mir gehorchen. Hast du denn nicht gehört im Galopp, du Faultier? Ja, ja! Dieser Wald ist das reinste Labyrinth. Die Reiter können sich leicht darin verirren. Ich sehe die anderen gar nicht mehr. Wie sollen wir nur das dritte Feuer finden? Keine Sorge, Yakari. Ich kann den Rauch des Feuers riechen. Er wird uns leiten. Wir sind schon an dritter Stelle. Ja, großer Grauer hat keinen guten Orientierungssinn. Ich hab den Weg verloren. Da lang, hier! Yakari hat sich gut in dem Wald zurechtgefunden. Aber Regenbogen hat wirklich ein besonders schnelles Pferd. Den Rückstand könnte es sehr wohl aufholen. Und der kleine Bison? Na, das läuft schon besser. Na, obwohl... Nicht so schnell! Nicht so schnell! Los, schneller! Es darf keiner vorbeiziehen! Was bist du für ein schwaches Pferd? Dabei bin ich ein so guter Reiter! Bravo! Du bist der König des Waldes. Aber ich habe dich trotzdem eingeholt. Ja, und du musst inzwischen ziemlich müde sein. Ich fange dann mal an zu galoppieren. Wir warten dann natürlich am Ziel auf dich. Yakari und Regenbogen sind mutig. Und sie verstehen sich wirklich sehr gut mit ihren Pferden. Wer hätte gedacht, dass diese Frischlinge mit den besten Reitern mithalten können? Wo wir gerade von Kindern reden, wo mag kleiner Dachs sein? Ich sehe ihn nicht mehr. Wer hat gesagt, dass du grasen sollst? Beweg dich endlich! Na gut, ich gebe auf. Ah, damit ist für kleiner Dachs das Rennen zu Ende. Ich habe eine Idee. Halte ich jetzt gut an meiner Mähne fest. Wir nehmen die Abkürzung durch den See. Wollen wir etwas schwimmen gehen? Der Kari hat recht. Der Weg durch den See ist ohne Zweifel der kürzeste zu dem fünften der sieben Feuer. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee war, kleiner Donner, aber das Wasser ist sehr erfrischend. Wie aufregend das jetzt ist. Wer könnte nun gewinnen? Der schwimmt oder der galoppiert? Ach, Regenbogen war schneller als wir. Es tut mir sehr leid, Yakari. Da habe ich mich geirrt. Das war doch keine gute Idee. Ach, halb so schlimm, kleiner Donner. Denn schließlich machen wir das alles zusammen. Jetzt müssen wir nur einen Weg finden, um das wieder wettzumachen. Oh, siehst du dort? Dieser Weg ist eine echte Abkürzung. Wenn wir da lang reiten, kommen wir direkt zum sechsten Feuer. Vorwärts, kleiner Donner! Wir sind schon fast da. Hörst du das pfeifende Heulen? Bei dem Lärm von dem Wind höre ich hier gar nichts. Genau deshalb heißt ja diese Abkürzung auch der kurze Weg des Windes. Das sechste Feuer! Huhuhuhu! Unglaublich. Yakari ist tatsächlich in Führung gegangen. Nur einige werden sagen, es ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Bei dem Rennen zählt nur die Reihe der Feuer. Solange sie keine auslassen, steht den Reitern jede Abkürzung frei. Das siebte Feuer, wir haben es fast geschafft. Oh. Wenn wir die Herde aufschrecken, könnte sie wild loslaufen und uns überrennen. Wir müssen von hier aus zu Fuß weiter, und zwar so leise, wie es nur geht. Vorsichtig, kleiner Donner, ganz vorsichtig.
Yakari ist klug. Es gibt keine andere Lösung, als zu Fuß weiterzugehen. Die Bisons machen mir keine Angst. Ich werde mir meinen Sieg nicht von einem kleinen Kind wegnehmen lassen. Halt an, du schreckst die ganze Herde auf! Yakari, sei vorsichtig! Oh. Ist der verrückt? Die Bisons überrennen uns. Los, steig schnell wieder auf, Yakari. Oh. Oh. Stolze Wolke! Hier! Ja. Yakari erreicht auch das siebte Feuer. Aber warum hat er plötzlich angehalten? Nur noch ein kurzer Galopp und er hätte den Sieg errungen. Yakari! Ich hatte so furchtbare Angst um dich. Kleiner Donner hat mich gerettet. Wieso hast du angehalten? Eingeholt hätte dich niemand mehr. Du wärst unschlagbar gewesen. Ich habe mir wehgetan. Und Yakari meinte, dann sollten wir das mit dem Rennen lassen. Und darum gibt es diesmal keinen Sieger. Denn wir werden alle gemeinsam zu dem Siegesfeuer reiten. Im Mal kehren gleich vier Sieger ins Dorf zurück. Dieses Zeichen verheißt uns allen Gutes. Ja, da sind sie! Wieder da! Yakari, wir haben es geschafft! Yakari! Was ist passiert, kleiner Dachs? Wo ist Feuerhof? Er wollte grasen und hat mich abgeworfen. Ja, ja, von wegen Feuerhof. Ich finde, Feuermagen trifft es viel eher. Du hast also auf den Sieg verzichtet, damit dein Pony nicht leiden muss? Kleiner Donner ist ja nicht mein Pony, er ist mein Freund. Wir, die Pferde, sind sehr stolz auf dich, Yakari. Wo jemand eine Distel übersehen und sie glatt verschluckt war. Und dann davon Schluck aufgekriegt. Ich habe es so satt, mit diesen gemeinen Zicken zusammenzuleben. Ich möchte frei sein, frei wie der Wind. Na los, ihr Ziegen, es wird Zeit. Abmarsch zur Tränke, ja? Alle mir nach, wir gehen runter zum Fluss. Gehorchen. Immer nur gehorchen. Hey, du da! Was fällt dir ein, hier so herumzutrödeln? Na los, jetzt mach schon und schleich dich runter ans Wasser, wie alle anderen auch. Nanu. Tempo, Tempo, ihr Ziegen! Nun macht schon! Schneller! Ach, mir reicht. Ich hau ab. Was Neues. Und wie schön es hier ist. Toll. Hier finde ich bestimmt viele neue Freunde. Hey, Eichhörnchen.
Warum mussten wir denn heute nur so früh aufstehen, Yakari? Ach, du weißt doch, wie gern ich schon bei Sonnenaufgang unterwegs bin. Oh, nein, beruhig dich, kleiner Donner. Eine Ziege? Dankeschön, Ziege. Der wird sich auf sie stürzen. Hallo, sei vorsichtig. Wir folgen dem Wolf, kleiner Donner. Was? Warum dem Wolf folgen? Eine kleine Ziege, die allein im Wald herumläuft, ist eine leichte Beute für ihn. Soll der Wolf denn lieber uns fressen? Hey, du da, verschwinde von hier. Hau ab! Hau ab! Oh, ich fall runter! Oh nein, was ist das denn für ein Trampler? Mach sofort, dass du wegkommst, du! Ich hab keine Ahnung, wer du bist, aber du kannst ja nicht... Du hast hier nichts zu suchen, ist das klar? Meinetwegen. Dann verschwinde ich eben wieder. Ist mir doch egal. Hey, Ziege! Warte doch! Die zwei waren aber sehr unfreundlich. Aber das macht auch nichts. Ich finde bestimmt noch andere Freundliche im Wald. Guten Tag, Ziege. Was machst du hier so weit weg von dem Canyon, in dem du sonst lebst? Ich habe genug von meiner Herde. Aber Ziegen sind doch überhaupt keine Einzelgänger. Ach ja? Ich aber schon. Hör auf mich, Ziege. Ich glaube, du gehst lieber wieder zu deiner Herde zurück. Niemals. Niemals. Ein Wolf hat dich gewittert. Wenn der dich hier schnappt, hast du keine Chance. Ein Wolf? Von so einem Tier habe ich noch nie gehört. Na und dann habe ich noch meine Hörner, um mich zu wehren. Haben hier ja einen Riesenspaß. Ich will auch mit ihnen planschen. Nein, kleine Ziege, tu das nicht. Du wirst sie erschrecken. Ah! Kleine Ziege, halt dich fest. Ich habe Angst. Danke. Siehst du nun, ich hätte dich ganz leicht fangen können. Du musst sofort zurück nach Haus. Ich begleite dich. Na los. Nein. Du hast doch gerade eben noch gesagt, du hast Angst. Das habe ich nie gesagt. Mich kriegst du nie. Beiden Männer da? Das sind Jäger. Und du wärst ihnen fast in die Arme gelaufen. So, hier bist du vollkommen sicher. Bitte passt gut auf die Ziege auf. Ich werde mich jetzt darum kümmern, diesen Wolf aus dem Wald zu vertreiben. Sei bloß vorsichtig, Yakari! Also, wie ich gehört habe, sollen Ziegen ja alles futtern. Wie? Wer hat denn das gesagt? Bäh. Friss uns ja nicht unser Gras weg. Und was wir auch nicht leiden können, ist wildes Galoppieren auf unserer Koppel, klar? Galoppieren? Wie kommst du da drauf? Ich bin doch kein Pferd. Mach dir nichts draus. Die sind manchmal etwas griesgrämig, aber... Die sind schlimmer als der Hüteesel, der unsere Herde rumscheucht. Ich will nicht länger hierbleiben. Ich will frei sein! Hey, warte! Der Wolf ist hier ganz in der Nähe. Aber wie soll ich ihn nur vertreiben? Kleiner Donner! Die Ziege ist weggerannt. Was? Sie ist... Hast du dir wehgetan, Yakari? Nein, nein, nichts passiert. Schnell, kleiner Donner. Wir müssen die Ziege finden und das vor dem Wolf. Kleine Ziege! Kleine Ziege! Da ist sie. Sie
völlig gedankenlos. Und trotzdem sehr dickköpfig. Hey, kleine Ziege! Ich bin hier! Fang mich doch, wenn du kannst! Oh nein! Die macht uns noch verrückt. Warte doch! Oh, da ist ja Kari. Folge ihr. Ich hab da eine Idee. Auf die Plätze! Fertig! Hallo, Biber! Ich brauche eure Hilfe! Und ich brauche Baumstämme. Das ist hoffentlich wichtig. Hier geht's lang. Hä? Komm, kleiner Donner. Hallo, Ziege! Willst du auch? Komm doch, wir spielen alle was Schönes zusammen. Hoffentlich funktioniert der Trick. Hallo, Ziege! Hallo, Ziege! Beeil dich, wir warten schon. Ich komm ja schon, meine Freunde. Lass die Baumstämme rollen! Runterspringen, Ziege! Lass die Ziege in Ruhe! Sie ist unsere Freundin! Ich verbiete dir, ihr weh zu tun! So, dir wird nichts mehr passieren, Ziege. Danke. Ich hatte ja solche Angst. Du musst nur noch durch diesen Wald da vor uns gehen, dann siehst du schon den Weg nach Hause. Oh ja, ich erkenne den Weg wieder. Du hattest recht, Yakari. Es ist viel zu gefährlich allein. So eine Herde ist auch was Schönes. Nur eins ist dumm. Ich langweil mich so. Und außerdem habe ich keine Freunde in der Herde. Ich bin mir aber ganz sicher, dass sich die anderen Ziegen sehr freuen werden, dich wiederzusehen. Ja, aber was wird der Esel sagen? Oh, wo warst du denn? Wir haben uns alle schrecklich um dich gesorgt. Ich habe nach Abenteuern gesucht. Wenn ihr wollt, erzähle ich's euch. Oh ja! Also das möchte ich auch sehr gern hören. Ja, ganz recht. Ich habe mir nämlich Sorgen gemacht. Ich weiß nicht, wie es dem Wolf geht. Aber die Ziege hast du auf jeden Fall aus dem Wald vertrieben, Yakari. Die wird keinen Huf mehr hier reinsetzen. Alles Gute. Dieser kleine Indianerjunge hat wirklich viel Mut bewiesen. Und er hat recht. Ich schließe mich auch wieder dem Rudel an. Los, wer als Erster über den Bach springt, hat gewonnen. Unentschieden. Warst du da eben ein bisschen aus der Puste, großer Grauer? Kein Stück. Ich habe nur gebremst, weil du ja sonst nicht mitkommst. Dann zeigt sich beim Rennen der 7 Feuerwehr, der Schnellere ist. Wer sitzt bei dir auf? Oh, Regenbogen. Und bei dir? Ja, Kari natürlich. Außer ihm, dass sich niemand anders auf meinen Rücken drauf. Kinder, seid ihr schon mit euren Totems fertig? Hier ist mein Adler. Und hier mein Hase. Und mein Bison. Er wird euch alle schlagen. So, seht her, hier. Wir wollen nun also ein großes Wettrennen ausrichten. Nehmt eure Totems. Ihr müsst sie dahin stellen, wo die 3 Tippis stehen. Es ist das Rennen der 7 Feuer.
Bisher durften nur die besten Jäger des Stammes daran teilnehmen. Wir also? Diesmal soll es anders sein. Wir haben uns entschieden, es euch Kindern zu erlauben, auch an unserem Rennen teilzunehmen. Weil wir ja auch schon groß sind. Weißt du, Yakari, ich glaube, so einfach wird das alles für euch kaum werden. Immerhin müsst ihr euch mit großen, erfahrenen Jägern messen. Wie Stolze Wolke und Kühne Rabe. Die Reiter müssen die Feuer eines nach dem anderen finden. Alle sieben. Und wer als erster nach Hause zurückkehrt, der hat gewonnen. Ich passe auf. Werde das Rennen da ganz oben von der Adlerspitze aus beobachten. Es gibt nur ein Pferd, das schnell und schlau genug ist, um zu gewinnen. Und das ist Kleiner Donner. Du vergisst leider, dass Großer Grauer das schnellste von allen ist. Da habt ihr aber noch nicht mein neues Pony gesehen. Es heißt nämlich Feuerhuf. Feuerhuf? Wie bescheiden. Warum nimmst du für das Rennen nicht dein altes Pony? Das neue scheint ziemlich wild zu sein. Es wird mir gehorchen, ihr werdet sehen. Die Strecke ist sehr schwierig. Ich an deiner Stelle würde da ein zahmeres Pony reiten. Du hast doch keine Ahnung. Die Schnelligkeit ist das Einzige, was bei so einem Rennen zählt. Ruhig. Viel Glück, mein Sohn. Ich gewinne, Vater. Du wirst stolz auf mich sein. Ich bin jetzt schon auf dich stolz. Doch erst musst du eins gewinnen. Das ist die Achtung deines Pferdes. Wenn dir das gelungen ist, wird aus dir ein großer Sioux werden. Macht euch bereit! Ja! Los, Kleiner Donner! Nun lauf schon! Das ist ein Befehl! Komm gefälligst zurück, Feuerhuf! Na los, ja! Ich warte am Ziel auf euch, Kinder! Wir müssen ihn einholen. Jetzt noch nicht. Die Strecke ist lang und ich muss mir meine Kräfte einteilen. Hey, machst du etwa schon schlapp? Nett, dass du dir Sorgen machst, aber es ist alles in Ordnung, Großer Grauer. Kleiner Donner, sie ziehen alle an uns vorbei. Tun wir auch das Richtige? Du musst Vertrauen haben, Yakari. Ich will doch genauso gern gewinnen wie du. Also, sie haben tatsächlich das zweite Feuer passiert. Was tun wir mit dem Bison? Er kommt voran. Langsam, aber immerhin. Nun lauf endlich, du musst mir gehorchen. Hast du denn nicht gehört im Galopp, du Faultier? Ja, ja! Dieser Wald ist das reinste Labyrinth. Die Reiter können sich leicht darin verirren. Ich sehe die anderen gar nicht mehr. Wie sollen wir nur das dritte Feuer finden? Keine Sorge, Yakari. Ich kann den Rauch des Feuers riechen. Er wird uns leiten. Ja! Ja! Gut gemacht, Kleiner Donner. Wir sind schon an dritter Stelle. Ja, Großer Grauer hat keinen guten Orientierungssinn. Ich hab den Weg verloren. Da lang, her! Yakari hat sich gut in dem Wald zurechtgefunden. Aber Regenbogen hat wirklich ein besonders schnelles Pferd. Den Rückstand könnte es sehr wohl aufholen. Und der kleine Bison? Na, das läuft schon besser. Na, obwohl... Nicht so schnell! Nicht so schnell! Los, schneller! Es darf keiner vorbeiziehen! Was bist du für ein schwaches Pferd? Dabei bin ich ein so guter Reiter! Bravo, du bist der König des Waldes. Aber ich habe dich trotzdem eingeholt. Ja, und du musst inzwischen ziemlich müde sein. Ich fange dann mal an zu galoppieren. Wir warten dann natürlich am Ziel auf dich. Yakari und Regenbogen sind mutig. Und sie verstehen sich wirklich sehr gut mit ihren Pferden. Wer hätte gedacht, dass diese Frischlinge mit den besten Reitern mithalten können? Wo wir gerade von Kindern reden, wo mag kleiner Dachs sein? Ich sehe ihn nicht mehr. Wer hat gesagt, dass du grasen sollst? Beweg dich endlich!
Na gut, ich gebe auf. Ah, damit ist für Kleiner Dutch das Rennen zu Ende. Ich habe eine Idee. Halte ich jetzt gut an meiner Mähne fest. Wir nehmen die Abkürzung durch den See. Wollen wir etwas schwimmen gehen? Jakari hat recht. Der Weg durch den See ist ohne Zweifel der kürzeste zu dem 5. der 7 Feuer. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee war, Kleiner Donner, aber das Wasser ist sehr erfrischend. Wie aufregend das jetzt ist. Wer könnte nun gewinnen? Der schwimmt oder der galoppiert? Regenbogen war schneller als wir. Es tut mir sehr leid, Jakari. Da habe ich mich geirrt. Das war doch keine gute Idee. Ach, halb so schlimm, Kleiner Donner. Denn schließlich machen wir das alles zusammen. Jetzt müssen wir nur einen Weg finden, um das wieder wettzumachen. Oh, siehst du dort? Dieser Weg ist eine echte Abkürzung. Wenn wir da lang reiten, kommen wir direkt zum 6. Feuer. Vorwärts, Kleiner Donner! Wir sind schon fast da. Hörst du das pfeifende Heulen? Bei dem Lärm von dem Wind höre ich hier gar nichts. Genau deshalb heißt ja diese Abkürzung auch der kurze Weg des Windes. Das 6. Feuer! Uhuhuhu! Unglaublich. Jakari ist tatsächlich in Führung gegangen. Nur einige werden sagen, es ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Bei dem Rennen zählt nur die Reihe der Feuer. Solange sie keine auslassen, steht den Reitern jede Abkürzung frei. Das 7. Feuer, wir haben es fast geschafft. Oh. Wenn wir die Herde aufschrecken, könnte sie wild loslaufen und uns überrennen. Wir müssen von hier aus zu Fuß weiter, und zwar so leise, wie es nur geht. Vorsichtig, Kleiner Donner, ganz vorsichtig. Jakari ist klug. Es gibt keine andere Lösung, als zu Fuß weiterzugehen. Die Bisons machen mir keine Angst. Ich werde mir meinen Sieg nicht von einem kleinen Kind wegnehmen lassen. Halt an, du schreckst die ganze Herde auf! Jakari, sei vorsichtig! Oh. Ist der verrückt? Die Bisons überrennen uns. Los, steig schnell wieder auf, Jakari. Oh. Oh. Stolze Wolke! Hier! Ja. Jakari erreicht auch das 7. Feuer. Aber warum hat er plötzlich angehalten? Nur noch ein kurzer Galopp und er hätte den Sieg errungen. Jakari! Ich hatte so furchtbare Angst um dich. Kleiner Donner hat mich gerettet. Wieso hast du angehalten? Eingeholt hätte dich niemand mehr. Du wärst unschlagbar gewesen. Ich habe mir wehgetan. Und Jakari meinte, dann sollten wir das mit dem Rennen lassen. Und darum gibt es diesmal keinen Sieger. Denn wir werden alle gemeinsam zu dem Siegesfeuer reiten. Das erste Mal kehren gleich 4 Sieger ins Dorf zurück. Dieses Zeichen verheißt uns allen Gutes. Ja, da sind sie! Wieder da! Ja, wir haben es geschafft! Jakari! Was ist passiert, Kleiner Dachs? Wo ist Feuerhof? Er wollte grasen und hat mich abgeworfen. Ja, ja, von wegen Feuerhof. Ich finde, Feuermagen trifft es viel eher. Du hast also auf den Sieg verzichtet, damit dein Pony nicht leiden muss? Kleiner Donner ist ja nicht mein Pony, er ist mein Freund.
Wir, die Pferde, sind sehr stolz auf dich, Yakari. Die schwarzen Steine. Kleiner Donner? Na klar, aber es geht sehr hoch. Und all das nur, um Steine zu sammeln. Halte durch. Die schwarzen Steine sind sehr wichtig für unseren Stamm. Aus denen lassen sich die besten Werkzeuge und Pfeilspitzen machen. Ich verstehe langsam, warum kleiner Dachs lieber zu Hause bleiben wollte. Der Wind hier oben kann schrecklich kalt sein, aber ich bin trotzdem gern dabei. Die Landschaft ist wunderbar und so hoch in den Bergen leben sicher ungewöhnliche Tiere. Vielleicht werden wir noch einige kennenlernen. Wir sind da. Das schwarze Gestein werden wir hoffentlich an den Hängen dieses Berges finden. Das ist ein guter Platz. Hier sind wir im Windschatten, also werden wir hier unser Lager aufschlagen. Gut. Kühner Rabe und hastiges Eichhörnchen, ihr baut zwei Zelte für die Nacht auf. Yakari, du sammelst Feuerholz. Mach ich, Vater. Und du wartest hier. Du bist heute wirklich weit genug gelaufen. Vielen Dank, Yakari. Na klar, erhol dich gut. Ich bin auch ganz schnell wieder da. Nanu? Diese Hufabdrücke. Ja. Das kann nur ein Wapiti sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich den Weg auch wiederfinde. Wo kommt der Krach her? Hört sich an wie brechende Äste. Großer Wapiti! Lauf nicht weg! Keine Angst, kleiner Mensch. Was ist da passiert? Das sind zwei, die sich im Kampf verloren haben. Jetzt ist die Zeit der Kämpfe unter uns Wapitis. Viele Monde lang waren ihre Geweihe untrennbar ineinander verhakt. Sie konnten sich nicht befreien. Wo will er hin? Er tritt gegen einen anderen Bullen in seinem Alter zum Kampf an. Dazu treffen sie sich auf einer Lichtung. Aber warum kämpfen sie? Folge mir. Yakari braucht sehr lange, um Holz zu holen. Sei unbesorgt, kühner Blick. Dein Sohn ist klug. Da zieht ein Unwetter auf. Er sollte lieber bald zurückkommen. Ein Wolf. Kämpfen miteinander, um Weibchen zu erobern. Oh, unglaublich. Das ist das Geräusch, das ich gehört habe, das Krachen ihrer Geweihe. Oh nein, mein Feuerholz. Ich muss zurück zu meinen Leuten. Oh. Hä? Los, pack mein Geweih! Werden wir es schaffen, ihn abzuhängen? Ich bin bei weitem schneller als dieser Fellkloß. Sag mal, wie heißt du? Yakari. Das ist ja ein Unwetter. Ich kann nichts mehr sehen. Halt dich gut fest. Ich sehe für uns beide. Schon noch loswerden. Hab keine Angst. Oh, ist das kalt. Oh, wie soll ich denn jetzt nur zu unserem Lager zurückfinden?
deiner Donner. Was ist denn, mein großes Pony? Du machst ja auch Sorgen, was? Ich denke, das heißt, ich soll dir folgen. Du bist wirklich ein guter Fährtenleser. Wir müssen Yakari unbedingt finden, bevor es anfängt zu schneien. Denn sonst verlieren wir seine Spur. Oh, wir laufen ja immer höher in die Berge, großer Wapiti. Und es ist so schrecklich kalt. Du kannst mir vertrauen, Yakari. Ich weiß einen sicheren Ort, wo wir warten können, bis der Schneesturm vorbei ist.